Servus hier zur zweiten Folge von Swap. Wir sind im wunderschönen Wien heute und wir wollten mal so ein paar Stimmen dazu einfangen, was denn die Österreicher eigentlich über uns Deutsche denken. Es gibt ja viele Vorurteile, auch dass sie zum Beispiel die Deutschen immer als Piefke bezeichnen. Und dazu treffe ich mich mit einem ziemlich guten Freund, den Aaron, zu einer Smalltalk-Runde heute in Wien. Österreich, das Land der Alpen. Genauer gesagt befinden wir uns in Wien, Geburtsstadt des Wiener Walzer und berühmter Komponisten. Eine Stadt mit vielen pompösen und wichtigen Gebäuden, die immer internationaler wird und für Toleranz und Neutralität steht. Aber sie verändert sich momentan auch stark und wird szeniger, lockt die Jugend an und misst sich mit Berlin. Grund genug fürs Web, die Hauptstadt unseres Nachbarlandes zu besuchen und zu fragen, was die Österreicher von den Deutschen unterscheidet und wie sie zu uns stehen. Und dafür treffe ich mich mit dem Aaron hier im Volksgarten. Okay. Also, servus hier erstmal. Danke, dass du mich eingeladen hast hier nach Wien heute. Ja, servus Piefke. Ja, genau, haben wir schon, gell, Piefke. Das ist auch so eine Art, so eine feine Art. Uns Deutsche irgendwie so ein bisschen mückt er nicht so gern, gell? Die Deutschen, habe ich das Gefühl teilweise. Ja, das stimmt schon auf gewisse Art und Weise. Also ich würde es jetzt nicht als direkten Hass bezeichnen. Aber es ist nicht das beliebteste Nachbarland, sagen wir mal so. Aber ich muss sagen, ihr habt euch schon ein bisschen geschmeichelt gefühlt, oder? Also der Deutsche, der dann plötzlich da war, geht der nach Wien, der Deutsche? Könnte auch woanders hingehen. Ja, also so rum verstehe ich es jetzt schon, weil Österreich ist ja schon wunderschön. Also da so kann man natürlich nicht sagen, gell? Das stimmt, ja fix. Was man eigentlich von den Österreichern so hört, dass sie so ein bisschen grantig sind, die Wiener vor allem. Aber ich muss sagen, ihr seid es überhaupt nicht, ihr seid genau das Gegenteil davon. Also total offen und ehrlich. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen generationenverschieden. Also ich glaube, da gibt es genug alte, grantige, typische Wiener. Ja. Aber ich glaube, in unserer Generation, vor allem jetzt im 18. Bezirk, in dem du von uns aufgenommen wurdest quasi, da ist das einfach nicht mehr das Normale und das Klischee stimmt nicht mehr ganz. Auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist, dass ihr generell viel sozialer untereinander auch seid. Also ja, riesige Peergroups und große Freundeskreise und keiner mobbt den anderen irgendwie. Das ist aus Deutschland, kennt man das leider nicht immer so. Kannst du das so unterschreiben, dass das wirklich so ist, oder? Dass wirklich Leute gemobbt werden, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, wirklich. Aber es gibt schon immer wieder die kleinen Streitereien oder Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar keine sozusagen Opferrollen gibt. Es gibt schon Leute, die sind integriert und Leute, die sind eher außerhalb stehend, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so extrem ist. Also ich habe die Erfahrung in Deutschland nicht gemacht, aber... Ja, ich meine, wir sind alle eine Generation, gell? Da kann man eh nichts sagen. Das auf jeden Fall. Ja. Was mir auch aufgefallen ist hier in der Zeit, wo ich hier war, dass man einfach alles machen kann. Das ist urgeil. Man kann hier saufen gehen, man kann rauchen. Also ich bin kein Raucher, gell? Aber ich kenne so ein paar Raucher hier. Ich würde sagen, 9 von 10 Leuten, die rauchen hier. Man kann sogar wählen gehen, gell? Ja, du magst es wahrscheinlich, brauchst nicht sagen, was du gewählt hast, aber du durftest wählen gehen, oder? Zu dieser Nationalratswahl. Ich darf wählen gehen. Mit 16 dürfen wir alle wählen gehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in manchen Kreisen mehr Schaden anrichtet, dass es gut ist, aber es ist auf jeden Fall so. Und auch diese Haltung von wegen, man darf hier alles. Es stimmt speziell in Wien. Also in Österreich ist es ja so, dass wir verschiedene Gesetze von den Ländern haben. Und in Wien ist halt irgendwie ab 16 alles. Wodka, jeder Alkohol einfach. Ja. Chic, ich weiß nicht. Paradies, eigentlich Paradies. Mal legal. Ja. Genau. Paradies. Also für uns Paradies, ich weiß nicht, wie verantwortlich es ist, aber ich würde sagen, für mich ist es schwer in Ordnung. Ja. Schwierig dann wieder nach Deutschland zu gehen, wo dann wirklich fast gar nichts darfst. Ja, wie ist es in Deutschland? Da darfst du mit 16 regulär bis 12 auf die Straßen gehen. Ui. Du darfst Bier trinken gerade einmal und du darfst natürlich auch nicht wählen erst ab 18. Und ich meine, den Führerschein dürft ihr schon mit 15 anfangen, gell? Das dürfen wir erst mit 16,5. Ja, stimmt, mit 15,5 dürfen wir beginnen. Und vom Ausgehen jetzt her, was mir noch aufgefallen ist, also bis 12, mit 14 dürfen wir bis 1 draußen sein. Das ist schon heftig. Mit 16 dann, so lange wir wollen. Also das passt, gell? Das ist gut. Mich hat es nie gestört, das ja, muss ich nicht. Schon so sagen. Okay, kommen wir nochmal kurz auf den Kurt, mal ein Bild einblenden von dem Bubi, der jetzt bald wahrscheinlich Österreich regieren wird. Was hältst du denn so von dem? Also der ist ja recht jung, gell? Das ist ja so der jüngste Kanzler, den man hier so weit und breit gesehen hat. Also wahrscheinlich Kanzler, wenn es kommt drauf an, was jetzt passiert. Er redet gut, er ist rhetorisch sehr gut, aber die Werte, die er vertritt, sind meiner Meinung nach schwer nicht in Ordnung. Okay, und auch was mir überhaupt nicht gefallen hat, das
Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat in Deutschland, dass jetzt den Wechsel von ÖVP mit der schwarzen Farbe zur neuen Volkspartei mit Türkis gegeben, die exakt dieselben Leute drin hat, exakt dieselben Werte hat, aber Hauptsache, sie haben ganz neue Leute drin, sagen sie immer. Und ja, also ich bin kein Kurz-Fan. Das ist die neue Volkspartei, Liste Sebastian Kurz. Sehr gut, genau. Und ich meine, die haben eigentlich nur das kopiert, was die FPÖ hatte, gell? Genau. Also und haben das als neu verkauft. Der Weg zum Erfolg war einfach das FPÖ-Wahlprogramm präsentieren mit einem jüngeren, charismatischeren, den Leuten näheren Typen. Das kommt auch gut an natürlich, gell? Dann sagen sich die Leute, die sich dafür schämen würden, FPÖ zu wählen, wählen wir die Liste Kurz, ÖVP, haben wir das Gleiche, wa? Ja, und so was. Ist noch akzeptierter in der Gesellschaft jetzt und ja, man sieht ja, wie es geändert hat oder was dabei rausgekommen ist. Genau, ja. So, jetzt haben wir schon mal gehört, was so ein junger Typ so denkt, so ein echter Wiener, so ein etwas jüngerer, guter Kumpel auch, der Kontakt zu Deutschen hat. Aber was denkt so die grobe Mehrheit der Österreicher, der Wiener, die man auf der Straße so trifft? Was halten sie von den Deutschen? Haben sie irgendwie Bezug zu Deutschland? Oder fühlen sie sich vielleicht auch in den Schatten gestellt von Deutschland, was man ja auch oft hört? Das checken wir jetzt für euch. So, wir sind jetzt hier auf der Maria-Hilfer-Straße. Das ist eine große, ich glaube, das ist sogar die größte Einkaufsstraße in Wien. Und wir wollen jetzt mal ein paar andere Leute darüber ansprechen und fragen, was sie so von Deutschland halten und Deutschen. Also, wie stehen Sie so zu Deutschland? Finden Sie, dass Österreich so im Schatten von Deutschland steht? Oder finden Sie, dass die Deutschen, die Piefkes, so arrogant sind, so ein bisschen? Nein, das ist ein altes Klischee. Ist nur ein Klischee? Würde ich schon sagen. Also, sind Sie ganz loyal zu Deutschland, stehen Sie? Ja. Okay, vielen Dank. Findet nicht Piefke und so, dass sie arrogant sind, die Deutschen oder so? Es sei denn, es ist ein Fußballmatch, dann kommt vielleicht schon der ein oder andere Kraftausdruck vor, aber sonst das ist okay. Genauso wie wir, also wir haben nichts gegen Deutsche. Okay, also ganz loyal. Okay. Ich bin auch ein Piefke. Okay, super, dann passt. Wie denken Sie über Deutschland? Über Deutschland? Also ich war noch nicht dort, aber ich habe vor, hinzufahren, ja. Okay, und finden Sie, die Leute sind so etwas überheblich, so Piefke-mäßig oder? Finde ich nicht, nein. Finden Sie nicht, okay, sind ganz loyal zu Deutschland. Genau, ja. Also wir haben jetzt schon ziemlich viel mit verschiedenen Österreichern geredet, vor allem mit Wienern. Und dieses Klischee, dass die Österreicher sich so in Schatten gestellt von Deutschland fühlen oder auch immer Piefke zu uns sagen, das kann ich so nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Sieht eher so aus, dass sie ganz freundlich auf uns blicken, als wären wir einfach Nachbarn und gute Freunde. Und damit zurück ins Studio nach Münster. Servus. So, wir sind wieder zurück in Münster im Studio. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich euch noch erklären muss. Zu Österreich und zur österreichischen Sprache vor allem, denn die ist, wie der Österreicher selber sagen würde, die ist ein bisschen Arsch. Und damit ihr da ein bisschen mehr Verständnis zu habt, erkläre ich euch gleich noch ein paar Sachen. Warum ich diese blöde Mütze eigentlich noch aufhabe, die hatte ich während des ganzen Dreh aufgehabt in Wien, ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen, ich weiß es nicht. Es könnte allerdings eine gute Anspielung auf das Vermummungsverbot in Österreich sein, denn da darf man sich in der Öffentlichkeit nicht mit einer Kopfverhüllung zeigen. Das hat ein Typ gemacht, der hat für einen Apple Store in Wien gearbeitet. Der hat sich als Hai verkleidet, weil der Apple Store hieß Shark oder McShark. Und der wurde dann kurz daran festgenommen und musste 500 Euro Strafe zahlen. Shit happens. Was sagst du dazu? Ganz ehrlich, ich bin, wie man vielleicht schon meiner Frisur sehen kann, immer der Meinung, dass man sich als Hai verkleiden sollte. Herzlich willkommen, das ist Eliezer Karakaya. Dankeschön. Unser erster Gast im Dankeschön, Studio. Dankeschön. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also erstmal, ich bin sehr froh, die Ehre zu haben, hier sein zu dürfen als erster Gast. Ja genau, ich heiße Eliezer Karakaya, 16 Jahre jung. Man kennt mich vielleicht so aus so Kochsendungen wie das Cook-Off of Disgust, wo ich meinen Gegner einfach aufgewischt habe. Oder so Theatermeisterstücken wie Alles oder Russland. Vielleicht folgt auch noch bald was, ich weiß es nicht. Was kann ich? Ich kann eigentlich alles, deswegen bin ich auch hier. Genau, und er kann auch Österreich. Er kennt sich mit Österreich aus und deswegen der Mann heute am Start hier. Und auch hoffentlich für die nächste Folge. Vielleicht magst du es mal kurz erklären. Du wirst nämlich in der nächsten Folge auftreten. Richtig, ich trete in der nächsten Folge ebenfalls auf. Ich habe schon ein schönes Thema. Es wird euch auf jeden Fall gefallen, das weiß ich. Und das erfahren wir nachher. Jetzt müssen wir uns Österreich so ein bisschen zuwenden. Und was der Aaron nämlich nicht erzählt hat, das ist, dass ich gefühlt einmal die Woche damit konfrontiert wurde und mir anhören musste, dass der Berliner Flughafen noch nicht fertig ist. Ich meine, das kannst du dir nicht vorstellen, aber die Österreicher, die finden das richtig geil. Die machen sich richtig schön lustig darüber, dass wir Deutschen das nicht hinbekommen, einen scheiß Flughafen fertig zu bauen. Und das musste ich mir ungelogen einmal die Woche anhören. Hat er natürlich jetzt vor der Kamera nicht so freigegeben und so erzählt. Also ganz ehrlich, ich so als Österreich-Experte, ich habe mal ein paar Fakten für euch und für dich. wusstet ihr zum Beispiel, Österreich
ist das Land in Europa mit den meisten Österreichern. Und ich sag, genau. Und wenn man, bitte? Aber Wikipedia oder wo hast du das her? Das kann ja nicht. Nee, das habe ich herausgefunden. Ich habe einfach eine Volkszählung durchgenommen. Und in Deutschland leben weniger Österreicher. Es sind ganz Österreich. Interessant. Und zum Beispiel, wenn man einen Globus nimmt und seinen Finger auf Österreich packt und eine 360-Grad-Drehung des Globus unternimmt, dann landet man idealerweise wieder in Österreich. Mensch, wo gibt's denn das? Eben. Also, nirgendwo sonst. Wenn ich in Berlin starten würde, ich schwöre, ich würde in Timbuktu rauskommen. Eben. Na gut, um wieder auf die Thematik zurückzukommen. Du als Österreich-Experte, du kennst dich auch so ein bisschen mit Begrifflichkeiten aus. Es ist im Video gefallen, der Begriff Chick. Weil viele kennen ja dieses Buch Chick von Wolfgang Herrndorf oder auch den Film, ich weiß es nicht, der hat ja auch schon Zeit dafür. Allerdings, Chick hat eine ganz wichtige Bedeutung in Österreich. Magst du mir kurz erklären, wie die ist? Das ist die Kippe, Fluppe, der Zauberstängel, die gute alte Zigarette, die in Österreich so beliebt ist wie nirgendwo sonst. Ja, Österreich ist Weltmeister im Rauchen. Das ist traurig, aber ich habe es ja selber schon erwähnt. Fast jeder Jugendliche raucht und man darf auch überall rauchen. Es kommen jetzt neue Gesetze 2018, dass du nicht mehr im Restaurant rauchen darfst. Das ist aber auch dringend nötig. Du stinkst. Kannst du dir nicht vorstellen, nach jedem Restaurant oder Barbesuch hat deine ganze Kleidung gestunken. Ja, scheiße. Das gibt's nicht, oder? Also als Aschenbecher von Europa bezeichnet zu werden, glaube ich, ist nicht das geilste Image für ein Land. Nee, oder? Oder, auch so ein wunderbares Wort, was nur im Österreichischen. Das haben nur die Österreicher. Das ist super, das kann man immer verwenden. Oder, wie geht's dir, oder? Eben, heißt ja Alter. Ich finde, oder. Oder ist super, oder? Das hat nichts mit der Kuh zu tun, das ist aber Euler. Was gibt's da noch so bräsige Begrifflichkeiten, das geht sich schon aus. Das geht sich aus. Das ist super. Das benutze ich da eben. Das geht sich schon aus. Übrigens, das Ding hier. Wenn du da Mütze zu sagen würdest, du wärst ausgelacht. Kannst du dir vorstellen, was das hier heißt? Wie das heißt? Mische? Das ist die Haube. Die gute alte Haube haben wir hier. Ja, die Haube, ja, genau. Dann Leihwand auch noch so ein schönes Seilleib. Ach ja, ich habe ja sogar so ein Ding hier, schau mal. So ein Beutel, da steht es eh drauf. Und zwar Euler, einmal hier so zum Schreiben, OIDA, das ist die österreichische Rechtschreibung. Die Orthographie, die ist etwas anders als im Deutschen, aber gut, die Österreicher haben auch eine eigene Sprache. Sollten sie auch ihre eigenen Rechtschreibregeln haben dürfen, gell? Also es gibt viele Begrifflichkeiten, aber das sind so die wichtigsten, mit denen du im nächsten Urlaub punkten kannst. Hosta Chick. Einfach mal zu einem Mädchen gehen, das ihr nicht findet. Einfach mal Euler Chick. Haube. Hosta Chick. Wenn du Zigaretten dabei hast, dann bist du sowieso schon gleich. Schon der Coolste auf dem Schulhof. Bist du der Coolste auf dem Schulhof, ja. Das geht schon, das läuft. Wollen wir gleich mal rüber steigen, direkt zu dir. Dann überlasse ich dir mal das Feld. Du wirst uns gleich etwas erzählen darüber, was du in der nächsten Folge machen wirst, wo du auftreten wirst. Und wir sind natürlich ganz gespannt. Nun, erstmal vorgreifen. Ich persönlich fühle mich ja schon als Mode-Ikone. Ich meine, ich bin Trendsetter. Damals, als zum Beispiel die Fidget Spinner loskam, ich hatte die drei Monate vorher, ja. Ich war da. Da gab es die noch auf Amazon. Und ich bin halt Trendsetter und ich als alte Mode-Ikone habe mir natürlich erstmal die Politiker angeschaut. Was tragen die? Ne? Alle verschieden. Und wie die sich repräsentieren. Und wie viel eigentlich Kleidung mit Politik zu tun hat. Und ob es da wirklich Feindpolitik auch in der Kleidung gibt, das erzähle ich nächste Mal. Sehr interessant. Das heißt, es wird so ein bisschen um Kleidung mit Politik so ein Richtung Spiel Kleidung, Politik, wie sich das miteinander ausgeht. Hast du da schon so konkret jemanden im Blick? Ja, zum Beispiel ein Beispiel kann ich nennen. Christian Lindner, Sexiest Boy Alive. Ja, wir haben das schon im letzten Video erwähnt. Ey, Christian Lindner, das ist... Also, was der Material für Mode angeht, das ist super. Zum Beispiel, der hat mal einen Anzug getragen, einen Sakko aus Tweed. Das ist ein Stoff, der kommt aus Schottland, der wurde nach einem schottischen Fluss benannt. Und der Gauland, der ja meiner Meinung nach ins Altersheim gehört, hat auch einen Tweed-Sakko getragen. Und deswegen wurden die direkt so in Verbindung gebracht. Okay. Und da hat Christian Lindner gleich mal ein Statement gesetzt und nächste Mal nicht mehr denselben Stoff angezogen. Der übrigens auch richtig, nicht Hugo Boss. Welchen Stoff hat er denn rangezogen? der trägt nämlich nicht so Anzüge von der Stange, nein, der trägt Maßanzüge, der Mann. Das und vieles mehr auch noch. Hört sich sehr spannend an. Ja. Ich muss aufpassen, dass nicht irgendwie nächste Folge ich dann da sitze und du hier, dass du meinen Job hier übernimmst und das Ganze hier moderierst, so tough wie du das machst. Dankeschön. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig. Wir sind richtig gehypt auf nächste Folge. Ja. Wirst du dabei sein? Auf jeden Fall. Und sehr gern. Bis dahin würde ich sagen, Servus und ciao. Servus.
Ja, ganz genau. Ich persönlich nämlich glaube, dass ich...